Peggy, Peggy, du hast so schön gesungen, du darfst den nächsten Künstler ansagen. Ach, bitte. Danke. Also, in Kleinmeier steht... So klein und schon Meier? Psst, nicht stören, was steht da? Hervorragende Künstler, bekannt als Sänger, Musiker und Schauspieler. Hm. Er beherrscht 6 verschiedene Instrumente. Der Künstler ist viel auf Tournee, er spielt sogar schon in Las Vegas. Hey. Teils Poker, teils Saxophon. Seither gilt Saxophon in Las Vegas als verbotenes Glücksspiel. Dennoch bleibt er der Musik immer treu und auch sein Name klingt schon wie Musik. Silvio Francesco. Oh. Bojangles war ein Superstar zu seiner Zeit. Bei Tanz und Step, so federleicht, so unerreicht, wie er die Schritte tat. Das hatte Stil und Pep. Stöckchen in der Hand, Zylinderhut, das war schon unheimlich gut. Er war berühmt, die Presse kam fast jeden Tag zum Interview. Und ging er aus, dann starrten ihn die Leute an und raunten sich heimlich zu. Na, das ist er doch, schau mal hin. Und alle grüßten sie ihn. Hallo, Mr. Bond. Jedoch, die ging dahin und seine Kunst, die war bald kein Thema mehr. Zu Disco Sound und Rock'n'Roll, da wirkt sein Tanz halt grad so verstaubt wie er. Stöckchen in der Hand, Zylinderhut. Wer findet das heute noch gut? So bleibt ihm nichts als nur ein Stück Vergangenheit. Verblasster Ruhm. Und wenn er tanzt bei sich zu Haus, dann ist er selbst sein einziges Publikum. Und stellt man ihn wo vor, dann flüstern sie ziemlich ratlos im Chor. Kennst du diesen Bojangles? Mr. Thank you.
66 Jahren, so denk ich permanent, wie da die Erde aussieht, ob man sie wohl noch kennt. Aha. 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 Da ist Travolta 90 und Disco aus der Welt. Doch mir hat man bestimmt schon ein Denkmal aufgestellt. Na klar. Na klar. Ja, na klar. Und ist die Zeit auch längstens an uns vorbeigerollt? Die Shows von heute werden bestimmt noch wiederholt. In 66 Jahren, da möchte ich uns mal sehen. In 66 Jahren, wer weiß, wo wir dann stehen. In 66 Jahren, schaut alles anders aus. Ob besser oder schlechter, das stellt sich sicher aus. Gewiss ist dann die Mode von heute wieder in. Ein jeder hat drei Autos, doch leider kein Benzin. Aha, aha, aha. Der Schwarzwald wird von Baden bis Basel betoniert und seine letzte Tanne im Museum präsentiert. Aha. Fliegt man in den Urlaub zum Mars mit seiner Frau, dann kommt man vor dem Mond schon bestimmt in einen Stau. In 66 Jahren, da möchte ich uns mal sehen. In 66 Jahren, wer weiß, wo wir dann stehen. In 66 Jahren, schaut alles anders aus. Ob besser oder schlechter, das stellt sich sicher raus.